Moin Leute und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Letztes Mal haben wir uns angeguckt die Querneland Udre. Ich war bloß ein bisschen irritiert, ich habe sie nicht ganz zusammengeklappt. Das hat mich gerade etwas irritiert. Wir haben uns die angeguckt, ihr habt uns die vorgestellt. Genau. Ein Punkt, den wir beim letzten Mal vergessen haben, Leute. Ich habe die in der Instagram-Story gepostet, die Drillmaschine, als sie auf den Hof kam. Da haben wir also 10, 15 Leute geschrieben und 5 davon ungefähr haben mir geschrieben, ist ein geiles Gerät. Also keiner hat was Schlechtes über das Gerät geschrieben, muss man sagen. Alle haben gesagt, ist ein schönes Gerät, solides Gerät. Aber ein Punkt haben sie alle bemerkt, der Rahmen bricht ab und zu mal. Was kannst du uns dazu erzählen? Ja, also das ist ein guter Hinweis nochmal. Deswegen auch jetzt hier vor uns die 6001. Und die 6001 hat vornehmlich erstmal alle Rahmenstabilisierungen drin, weil wir den Landwirten dort an der Stelle zugehört haben, haben die Mängel aufgenommen und haben den kompletten Rahmen im Grunde von vorne nach hinten einmal durch an seinen hauptneuralgischen Punkten komplett verstärkt, sodass wir das Problem jetzt vollkommen eliminiert haben. Haben aber in die 01er dann noch ein paar andere Features mit reingebracht, wie jetzt die neue LS-Steuerung und nochmal ein Software-Update zur einfacheren Bedienung. Aber darauf sind wir eingegangen. Darauf sind sie eingegangen. Also Leute, ist immer ganz nett, wenn ihr mir sowas schreibt. Ich habe nämlich die Möglichkeit, die Hersteller mal dazu zu fragen. Also Lot Sensing hat er gerade gesagt, wenn man das hier mal an sich anguckt, für eine Drillmaschine ist da gar nichts. Wenn man mal bedenkt, was ich da an der Tiger-Drill habe oder andere Drillmaschinen, da hängt alles komplett voll und einige bestellen sich dann noch eine extra Steuereinheit noch nach, damit sie das Ganze fahren können. So, wir wollen jetzt aber hier abdrehen. Wir haben gerade iberischen Drachenkopf gedrillt. Ja. Den können wir uns gleich nochmal angucken und gucken uns jetzt einfach mal an, wie wir das Ganze hier sauber machen können. Wie gut oder schlecht wir das Ganze leer kriegen. Gut. Dazu nehmen wir mal den Abdrehsack. Übrigens, das habe ich im letzten Video auch erwähnt. Habe ich gesagt, hier sind 5 Dosierwalzen dabei. Und damit könnt ihr alles abdecken. Egal, was ihr da in eurem Leben euch drillen wollt. Ja. Kriegt ihr alles hin. Stauschieber. Also hier zum Beispiel, wie kriegt man die raus? Einfach, sind die so schwer zum... Ah. Hier seht ihr zum Beispiel... Für super feine Sämereien, das hatten wir jetzt auch. Hatten wir Line-Dotter mitgemacht. Für Raps wird man das wahrscheinlich nehmen. Ja. Klee eventuell nicht, weil es wahrscheinlich zu viel Kilo auf dem Hektar sind. Je nachdem, genau. Ne? Je nach Menge. Da würde dann der Rotor 5 zum Tragen kommen. Der ist aber gerade eingebaut. Okay. Den holen wir gleich dann mal raus. Wird hier unten eine kleine Arretierung. Genau, bis hin zu den ganz großen, diese hier. Das ist der Einser. Das wäre zum Beispiel für Dünger, hohe Saatmengen, aber auch Erbsen, Bohnen, solche Saatgüter. Ja. Okay. Der normale Getreiderotor wäre so eine Dimension, alles so bis 180, 200 Kilogramm. Ja. Ja. Und das hier ist unser Rotor für Gras und Gräser. Ja. Ja. Und der Rotor, den wir jetzt drin haben, der ist für ebenfalls Feinsämereien in höheren Mengen oder auch Gemenge, Zwischenfruchtgemenge. Okay. Gut, man kann sich zur Restmengenentleerung, normalerweise haben wir hier ein Ablassschieber, wenn ich jetzt normale Weizensaat, also, dann kann ich hier die großen Mengen rauslassen. Ja. Sieht man von der Seite besser. Dann habe ich erstmal das Gros raus. Muss ich den Rotor nicht wechseln, besteht ja jetzt auch keine Notwendigkeit. Dann könnte ich tatsächlich auch meinen Sack hier unterhängen. Das ist aber auch gleichzeitig, muss ich sagen, ist das auch ein bisschen so ein Nachteil. Der hat da innen drin so einen Hohlraum, so einen runden im Tank. Ja. Und da müsste eigentlich für Feinsämereien so ein kleiner Blinddeckel rein, damit die Feinsämerei daran runterrutscht. Das ist ein Punkt, den wir nochmal. Wir hatten vorhin den Line-Dotter und da haben die so in jeder Scheune so eine halbe Handvoll drinnen gesammelt, ne? Die dann drin stehen bleiben. Genau. Ja. Ja. Nehmen wir nochmal auf. Jetzt hänge ich mir den Sack hier auf. Hier kann man es jetzt auch nochmal ganz schön sehen. Hier die rote Klappe. Durch das Transparente hier wird die Luft eingesogen für das Venturi-System. Ist auch gleichzeitig als Membran ausgelegt, sodass keine Beizstauben austreten können. Ich kann nachher zum Abdrehprozess diese Klappe hier öffnen. Dadurch verschließt sich das Saatgut fällt nicht durch Düse und Diffusor und läuft somit nicht Gefahr, in die Rohre einzufallen, sondern alles, was abgedreht wird, wird auch in den Sack abgedreht direkt. So, dann würde ich den hier unterbringen. Man muss sagen, ist ein bisschen Fummelarbeit mit dem Sack, hat aber auch so seine Vorteile. Haben wir heute gesehen, wir hatten so ein bisschen Wind. Beim Wind. Super feine Sämereien. Ja. Und da ist nur nichts verweht. Ne? Hätten wir da nur eine Schale unter, könnte das schon rausgehen. Also alles ein Für und Wider. Ist alles ein Für und Wider. Ja. Genau. Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Jetzt kann ich durchhalten. Die Restmengenentleerung
über den Rotor laufen lassen. Ja. Jetzt haben wir relativ wenig Menge drin. Das kann ich immer direkt von hier aus bedienen. Gucken wir uns das mal an. Da ist eine Taste. Totmannschalter. Wenn ich ihn wegnehme, hört er auf. Ja. Solange wie ich drücke, Sicherheitsgründe, läuft er wieder an. Ja. Und solange würde dann auch der Dosierer laufen. So, jetzt hören wir schon, kommt nichts mehr raus. Da können wir jetzt mal, um es zu zeigen, den Rotor ziehen. Filmen wir am besten schon. Ja, muss man, glaube ich. Mache ich nur ein bisschen zur Seite, geht das? Ich glaube, so kriegen wir es gut hin. Ja. Hier habe ich halt Brennwegschrauben dran, werkzeuglos zu öffnen. Die Schrauben sowie auch der Deckel kann nicht wegfallen und ich kann ihn auch nicht verkehrt rum aufbauen. Ja, das System ist dafür für genau das gesichert und jetzt kann ich den Rotor hier rausziehen. Lasse jetzt den Sack drunter, um die Restmenge aufzufangen. Das wäre jetzt in dem Fall Rotor 5. Mhm. Ja? Jetzt können wir hier mal gerade einen Blick reinwerfen. Hier sieht man dann auch die Dichtlippe im System, gegen die wir die Staukammer hier vollfahren und dann die Kammern im Saatvorgang gefüllt werden und dann auch nur das Strichmaß ausgegeben wird. Mhm. So erreichen wir Toleranzen unter 2% in der Abdrehprobe. Zur restlichen Entleerung, der wirklichen Totalentleerung, müsste ich dann hier die Klappe öffnen. Würde die jetzt hier reinschmeißen. Ah ja, genau. Fällt in den Sack rein? Genau. Und jetzt ist es komplett leer. Das ist wirklich was, ja, was im Feld ja eigentlich fast selten vorkommt, wenn ich jetzt so normale Weizenaussaat habe. Aber wenn ich sowas wie heute mache, so ein Projekt mit den Feinsämereien, dann muss ich eben einmal reinigen. Aber man sieht auch unter windigen Bedingungen, ist das möglich. Ich wollte auch gerade ein bisschen meckern und sagen, ja, dann haben wir da diesen Rest drin und müssen wieder mit Luft oder einem Feger arbeiten. Aber jetzt hast du die Klappe da weggeklappt und jetzt ist das wirklich alles leer, ja, unten. Ne? Genau. Ist jetzt alles weg, ne? Genau. So, ich möchte einmal noch kurz zeigen, wie das Ganze aussieht. Iberischer Drachenkopf, Leute. Haben selber noch nicht viele gesehen. Ich auch noch nicht so oft. So sieht die Saat aus. Fragt mich nicht, warum das so heißt. Und jetzt sehen wir Färberdistel. Ist auch bekannt unter Kadi oder Safflor. Färberdistel, man hat die Blüte vorher genommen oder früher genommen und hat damit Farbstoff hergestellt. Ja. Deswegen kommt das ursprünglich daher. Wir wollen aber Öl draus herstellen und dann machen wir mal einen Sack auf und gucken uns das mal an. So sieht das hier aus, Leute. Kadi. Ich kenne das aus dem Futtermittelhandel schon ein bisschen länger. Das ist oft ein Großsittichfutter drin und da wird das oft genommen. Da heißt es auch immer nur Kadi, aber Färberdistel ist es da eigentlich nicht geläufig. Sieht ein bisschen aus wie eine kleine weiße Sonnenblume. Ist aber ein bisschen schwerer, würde ich sagen. Mhm. So, wir drehen das jetzt ab und ich zeige euch mal in der Kabine, wie wir da vorgehen. In der Kabine, Leute, drücken wir die Haustaste, gehen auf Kalibrierung. Das ist ein extra Menü. Hier auf die beiden Tanks. Jetzt ist ganz nett, was sie hier gemacht haben. Wir können nämlich hier uns einzelne Saatgüter abspeichern. Hat jetzt den Grund, wenn wir zum Beispiel, wir drillen eine Sorte Weizen, so, und sollen dann eine andere Sorte drillen die auch aus und im nächsten Feld sollen wir die Sorte wieder von vorher drillen. Dann müssen wir dann nicht neu kalibrieren, sondern wir füllen die Sorte ein und rufen die Einstellung von der letzten Sorte. Also meinetwegen, eins nennt man Sorte Informer, andere Sorte ist Elixir und wählt dann einfach nur die alte Einstellung und dann geht das ab, sofern sich nicht das 1000 Korngewicht geändert hat. So. Das heißt, wir können das hier auswählen, sagen, wir machen Haken rein, tippen das an und nennen das jetzt Kadi. Ne? Färberdistel, Kadi ist ein bisschen kürzer. Okay, jetzt wählen wir hier ein, 20 Kilo auf dem Hektar. Zack. Und jetzt sagt er hier von 12 bis 28 km/h mit, wir haben die falsche Dings ausgewählt. Wir müssen nämlich jetzt etwas hier auswählen, was so ein bisschen ähnlich ist. Also hier sind so alle Kulturen drin. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen, vielleicht ein Buchweizen würde jetzt fast so ähnlich sein. Und dann sagt er, okay, Saattrommel 5, das ist die, die wir jetzt schon drin hatten. Ne? Er würde jetzt auch nochmal sagen, also wenn wir jetzt abdrehen und kommen mit den Werten nicht hin und er sagt, ja, du musst aber wenigstens 10 km/h und 20 km/h fahren, dann können wir jetzt auch noch die Saattrommel wechseln oder die einstellen. Also wir haben jetzt hier 20 Kilogramm auf dem Hektar, 12 km/h. Die Kultur Buchweizen dient bloß so als Anhaltspunkt für die Empfehlung. Also wir haben ja nun wirklich exotische Kulturen und wenn es die da drinnen nicht gibt, dann suchen wir uns eine ähnliche. Ne? Also wir nehmen nichts an den Einstellungen. Es ist bloß so, dass das Gerät eine Empfehlung gibt. So, und diese Empfehlung kommen jetzt nach. Seewelle 5 und dann würden wir jetzt hier auf Enter drücken und dann
hier auf diesen Button, diesen Play-Button. Und jetzt sagt er, wir sollen befüllen und sollen das sozusagen vordosieren. Das machen wir jetzt mal. Leute, ich muss noch mal zurückgehen. Ich habe mich vertan. Und zwar sind das 25. So, die gehen wir jetzt rein, drücken dann Enter. Und dann gehen wir auf den Play-Button und dann haben wir 25. Jetzt haben wir gesehen, wir brauchen Welle 5. Da haben wir sie nummeriert. Und das Verrückte ist, das Gerät erkennt es auch, ob es die richtige ist, anhand dieser Sternscheibe. An dieser Sternscheibe. Alle anderen haben eine andere. Und dann weiß das Gerät, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt. Ja. Dass die richtige oder die falsche Seewelle drin ist. Also es kontrolliert immer ein bisschen mit. So, dann stecken wir den jetzt rein. Das sollte ja super einfach gehen. Ach, ganz so einfach geht nicht, aber da drin ist er. Deckel vor. Und das Ganze müssen wir natürlich bei der anderen Seite dann auch machen. Und dann kippen wir die Saat rein, ist ja alles geschlossen. Und dann können wir sozusagen einmal vordosieren. Das heißt, wir müssen ja einmal erreichen, dass der Rotor schön gefüllt ist. Genau. Im Optimalfall fährt man noch 5 Meter Feldweg. Weil das Saatgut sich setzt und hat ein anderes Schüttverhalten und und. Also man, da gibt es so ein paar Kniffe. Tatsächlich einiges. Also ich habe es tatsächlich so gemacht, bei kritischer Saat oder schwieriger Saat, erst aufgefüllt auf dem Hof, zum Acker gefahren, dann abgedreht. Mhm. Damit sich das Saatgut wirklich setzt und die anderen Schütteigenschaften hat. Ja, ja, auch das. Gut. Gut. Andere Seite, wir füllen es mal jetzt einmal oben rein. So sieht das Ganze jetzt drin aus. Also ist hier in der Mitte tatsächlich ein bisschen geteilt, hat 2 unterschiedliche Kammern. Und dahinter, da ist so diese silberne Stelle, das ist so eine kleine Ausbuchtung, die meinte ich vorhin. Die setzt sich auch mit Saatgut voll. Gerade wenn man so feine Sämereien hat, ist das ein bisschen nervig. Auch zum Leermachen. Aber gut, man kann es jetzt von außen auch aufmachen und lässt es leer laufen. Aber das wäre geil, wenn das für feine Sämereien da den Deckel hat. Da sehen wir jetzt übrigens auch, da kommt gerade die Seewelle rein. Und da ist sie auf der anderen Seite schon drin. So, dann wird das vorgeschraubt und dann können wir die Saat einkippen. Da müssen wir mal gucken, dass wir das hier mit einer Hand gut hinkriegen. So, ich glaube, wir haben jetzt 5 oder 6 Säcke, die kippe ich jetzt erstmal rein und dann drehen wir ab. Was mir gerade auffällt, Leute, aus Gewohnheit kennt man das, man geht immer aus der Einstiegsseite vom Traktor rein. Hier sind aber auf beiden Seiten die Aufstiegsstufen. Ich bin sonst immer gewohnt, nur einseitig das Ganze zu haben, deswegen bin ich schon einmal rumgegangen, um da hochzugehen. Schöne Sache! So, reingefüllt haben wir es jetzt. Drinnen haben wir aktiviert, habt ihr auch gesehen, beziehungsweise wir haben es vorbereitet. Das heißt, einmal drücken oder gedrückt halten? Einmal drücken. Einmal drücken und jetzt läuft da auch schon die Saat. Da kriegen wir es drauf. Schwierig. So, wir kriegen es. Da. Jetzt kommt die Saat, jetzt kommt dieses Vordosieren. Ist auch eine vorbestimmte Zeit. Genau. 3 Rotationen. 3 Rotationen. Jetzt sind wir durch. Jetzt würden wir den Sack entleeren. Der wird leer gewogen, wie man das kennt. Genau. Und dann können wir direkt wieder starten oder müssen wir erst zum Terminal noch was aktivieren? Da kann ich hier direkt wieder starten, da ist keine Notwendigkeit dazwischen. Okay, also das heißt, er weiß immer, wenn ich das erste Mal drücke, ist es das Vordosieren, das zweite Mal ist es das Abdrehen. Wenn ich beim zweiten Mal abdrehe und aus irgendeinem Grund möchte ich den Prozess unterbrechen, kann ich auch das machen und in jeder Zeit wieder starten und stoppen, so wie ich möchte, bis dass der Zeitstrahl abgelaufen ist. Okay. Das geben wir vor, um eben bei feineren Gütern, bei feineren Saatgütern, Feinsämereien dauert es länger, um die Genauigkeit des Ergebnisses zu erzielen. Genau. Jetzt fragt ihr euch ja, woher weiß er das denn, wie lange er das vordosiert? Das ist ja im Prinzip die Kultur, die wir da auswählen. Und anhand dessen weiß er ungefähr, jo, das hat so ein Schüttgewicht von so und so. Genau. Also ich muss so und so viele Sekunden dosieren, damit wir am Ende auch eine Menge drin haben, die wir richtig verwiegen können und wo wir dann auch ein vernünftiges Ergebnis haben. Genau, und dann passt er diese Kurve dem neuen Saatgut an. Ja. Ja, so wie du es gerade erklärt hast, richtig. Gut. Gut. Sack ist wieder unter, ist geleert. Jetzt können wir wieder einmal drücken. Und dann geht es wieder los. Man sieht es, da läuft es. Und jetzt läuft am Terminal eine Uhr runter, bis er fertig ist, bis er der Meinung ist, er hat genug im Sack. Und dann wiegen wir das Ganze aus und geben es im Terminal ein. So, hier haben wir jetzt den Zeitstrahl, der jetzt runterläuft. Also ihr seht, der lässt sich bei so Feinsämereien wirklich Zeit. Ist aber auch gut so. Also
Normalerweise, gerade wenn man zum Beispiel einen Raps abdreht, ne, dann wiegen ja einige ein und dann haben sie 100 Gramm oder 90 Gramm, 110 Gramm. Aber da sind ja einzelne Unterschiede. Also habe ich nur 90 oder 100 Gramm, sind ja 10%. Und das ist nachher bei Saatgut gigantisch viel. Deswegen auch bei Raps, glaube ich, drehen wir so lange ab, bis wir ein halbes Kilo haben, damit das richtig gut funktioniert. Und dann macht das schon Sinn, dass sie das so lange machen. Und wie gesagt, dadurch, dass wir hier eine Kultur vorgeben oder einen Richtungswert, weiß er auch, nach was er sich richten muss. So, hier haben wir das jetzt. Hier haben wir eine Seite schon eingegeben. Hier kalibrieren wir das noch nach. Also, was heißt nachkalibrieren? Hier kalibrieren wir jetzt die andere Seite, geben dann gleich den Wert ein. Und dann können wir auch schon starten. 1861 Gramm haben wir jetzt gewogen, das heißt 1,86. So. Und ihr seht, das unterscheidet sich schon so ein bisschen. Das kann natürlich sein, ein Motor hat ein Müh weiter gedreht oder. Aber sagen wir, okay, das ist okay und das ist okay. Jetzt ist das fertig. Na? Jetzt können wir hier rausgehen. Obwohl, ich wollte euch noch zeigen, wir können jetzt von 0,5 km/h bis 25 km/h fahren. Sollte das ein Wert sein, zum Beispiel, es steht jetzt hier 12 km/h bis 30 km/h, dann müssten wir noch mal was ändern, dann müssten wir noch mal an der Saatwelle was ändern. Aber ihr seht selber, 0,5 bis 25 km/h, absolut okay. Wir können jetzt wieder rausgehen und wir können direkt starten. So, Kinders, so sieht das aus. Wie ihr auch schon im Video gesehen habt, ein bisschen Erde fließt da so außenrum hier so, ne? Hier, das ist jetzt ein bisschen zusammengedrückt. Wir haben jetzt hier gegüttlert. Also wir sind mit der Güttlerwalze rübergegangen und haben das jetzt hier angewalzt. Das sind sehr feine Sämereien und man drischt die auch sehr flach. Zumal ein Teil davon. Und deswegen haben wir das ja jetzt hier direkt angewalzt. Auch feine Sämereien, es kann dadurch kommen, weil wir drillen 1 cm, 1 bis 2, das ist ja so flach so. Und wenn wir ein paar Rinnen drin haben, kann das schon sein, dass die Saat oben raufkommt. Und in dem Moment, wo wir sie andrücken, festdrücken, haben wir dann trotzdem einen Kapillarschluss. Ja, und ein bisschen Feinerde lassen wir oben drauf wieder fallen. Also ihr seht, wir haben jetzt hier nicht diese klassische gestriegelte, aber wir haben das jetzt hier angedrückt. So, ein bisschen fester. Jetzt kommt die Tage wohl Regen. Ab morgen soll es ja regnen. Und dann weicht das schön ein, der Boden. Und dann sieht das, glaube ich, auch gut aus. Und jetzt sieht das auch schön glatt aus, denke ich mal. Sodass es auch mit dem Dreschen gut klappen kann. Bin gespannt. 4 neue Kulturen. Noch gar keine von denen gehabt. Hab mir einfach nur die Botanik durchgelesen. Da gibt es so ein paar Infos, findet man dazu über den Anbau. Ich glaube, vom Thünen-Institut oder so. Die haben relativ jede Sorte, beziehungsweise jede Kultur, die ich gesucht habe. Ich kenne die immer alle gar nicht, die da alle im Hupen. Jede Sorte, die ich da jetzt anbaue dieses Jahr, die habe ich irgendwie gefunden. Oder FNR oder wo auch immer. Also man findet, wenn man diese Kulturen sucht, dann findet man schon Botanik und Aussaat und sowas alles. Was super schwierig ist, ist Pflanzenschutz. Ich habe jetzt gerade eine Anfrage ans Pflanzenschutzamt durchgegeben oder beziehungsweise an einen der Leute da und habe so gefragt, habt ihr auch bestimmt eine Liste, was in welcher Kultur erlaubt ist? Und habe ihm die Kulturen durchgegeben und dann muss man gucken, ne? Weil einiges hatte man eine Zulassung, das ist ausgelaufen, einiges müsste man beantragen, müssen wir mal gucken. Ansonsten, das Schöne ist, das meiste davon sind Kulturen, die relativ wenig anfällig gegenüber Unkraut und Krankheiten sind. Einige sind sehr anfällig bei Krankheiten und einige nicht so. Das gucken wir uns aber nochmal in der AKF an. Ich habe mir so einen kleinen Factsheet gemacht. Also ich habe mir einfach so einen Zettel gemacht, wo alle Kulturen draufsteht. Und dann habe ich mir so Eckdaten draufgeschrieben. Wie viel Dünger? Also habe ich mir gleich draufgeschrieben, 20 Kubik, 25 Kubik. Ich habe jetzt aber alles mit 20 Kubik gemacht, obwohl einige Kulturen hätte ich wohl auch 25 machen können. Und ja, dann haben wir dann aufgeschrieben, Pflanzenschutz, ja, nein, ja, ist das und das ist erlaubt, das wäre möglich, das kontrollieren, Krankheiten. Und ja, das gehen wir aber in der AKF durch und da bin ich auch gespannt, wenn es rauskommt. Super spannend eigentlich. Also ja, neue Kulturen ist so aufregend. Wie blühen sie? Wie reifen sie ab? Wie kommen sie aus der Erde? Was hast du falsch gemacht? Was machst du nächstes Jahr besser? Ist schon spannend, muss man sagen. Ist schon spannend. Ja, also man hätte sicherlich dieses Jahr andere Kulturen machen können. Man hätte sich das einfacher machen können, aber ich glaube, neues Ausprobieren ist ganz geil. Und die Sache mit dem Öl ist gut. Und was der Punkt an dem Öl ist, das ist so anders, dieses Öl, das Sonnenblumenöl, das wir uns pressen lassen haben,
Also das kann man keinen vorenthalten im Prinzip. Ich bin selber ein, der gerne gut kocht und gerne kocht und auch überall mal wieder irgendein Bioöl ausprobiert oder in Reformhaus ein Öl. Aber das, diese in der Form habe ich so noch nie gekostet. Und muss man sagen, wenn man das denn von der Anbau bis zum eigenen Produkt macht, ist das schon eine geile Sache. A, weil es einen stolz macht, es nachher in den Händen zu halten, dieses Öl. Und zweitens, weil es auch so, man weiß, was drin ist. Man weiß einfach, was man gemacht hat, wie es verarbeitet wurde und gut ist. Und deswegen möchten wir den Weg des Öls etwas weiter einschlagen und haben das meist jetzt immer so mit 2 Hektar Kulturen gemacht. Gerade ruft Lisi an. Mit 2 Hektar Kulturen oder jeweils die Kultur immer so 2 Hektar. Wir probieren es einfach aus, ob es was wird, wird das richtig reif, wird es richtig sauber und. Was natürlich eine Problematik ist, ist das Dreschen, weil bei einiges braucht man eigentlich so ein Klee-Kit, weil zum Beispiel Leindotter ist so klein und feine Sämereien. Da müssen wir gucken, Leute. Ich wollte mir ja ein bisschen was bestellen als ein Mähdrescher, aber es gibt ja nichts. Ja, für die Sonderkulturen wäre es schon interessant gewesen. Aber da müssen wir gucken, wie wir uns irgendwie behelfen können. Und ja, das kriegen wir auch notfalls für das erste Jahr. Haben wir mit Sonnenblumen ja auch so gemacht. Das, irgendwie haben wir es runtergekriegt und beim nächsten Jahr sieht man immer weiter. Ja, Striptill haben Detlef und Svenny waren auch total fleißig heute. Svenny hat das erstmal hier gegüttelt nebenbei noch kurz. Stunden hat er gebraucht oder anderthalb. Und dann haben die beim Vollmer das Vollmer angebaut. Also super Dank da, dass sie das gemacht haben, während ich hier mit der U-Drill unterwegs war. Und das hat auch gut geklappt. Und Detlef hat dann noch alle Hand Schrauben getauscht und so weiter. War ja letztes Jahr bei Vollmer im Werk. Und muss man sagen, wir haben dann einige Schrauben und so aufgeschrieben, die einfach zu kurz sind und die falsch rum drin waren und so. Ja, Leute, was soll ich sagen? Letztendlich hat das jetzt Detlef alles gemacht. Und muss man sagen, Detlef ist nicht so ganz so gut auf die Jungs zu sprechen, weil im Prinzip das ganze Arbeits- und Reparatur an ihnen dran hängen blieb. Aber wie dem auch sei, wir fahren da morgen wieder und ich habe wirklich die Hoffnung, dieses Jahr läuft es wirklich gut. Zum Ende lief es auch gut und beim Raps lief es ja auch gut. Und eine Scheibenecke wollte ich nicht nochmal los. Also gerade jetzt die 11, 12 Liter Diesel, die wir sparen pro Hektar, sind schon mal ein Haufen Geld. Dann die extra Stunden, die wir nicht mehr haben. Also überlegt mal, wir hätten 200 Stunden mindestens gegrubbert und hätten dann dazu, also 200 Stunden, was habe ich letztes Mal gesagt, 40 Euro die Stunde, der 8R 45 Euro, sind 9.000 Euro gewesen. Und dann haben wir nochmal 300 Hektar A 12 Liter. Wir müssen ja nicht mal mit 2 Euro rechnen, nur wenn wir allein 1 Euro den Liter nehmen würden, sind das auch nochmal 4.500 Euro. Ja, sind wir schon bei 13, 14, 15.000. Dann kommt aber noch Personal dazu. Also 200 Stunden auch nochmal Personalkosten. Auch nochmal 6.000 Euro, 30 Euro die Stunde. Ja, jetzt kommt ihr, aber du zahlst doch nicht 30 Euro die Stunde. Naja, klar. Nee, ja nicht. Aber du hast ja natürlich noch zusätzliche Krankenkassen und Urlaubstage und. All das ist ja letztendlich, schlägt sich ja auf den tatsächlichen Netto-Mitarbeiterpreis nieder. Also es ist ein Haufen Geld, was man mit dem Vollmer spart. Das ist nun mal so. Also Pi mal Daumen, Leute, kann ich euch sagen, sind 20.000 Euro, die wir sparen, nur weil wir weniger Aufwand haben. Und dann kommt noch sowas hinzu wie... Zack! Und dann kommt noch sowas hinzu wie bessere Nährstoffeffizienz. Und von daher, ich bin echt, also voller Hoffnung, dass das ab morgen gut klappt. Morgen 3 Zubringer, ab Freitag hätten wir 4 Zubringer. Dann müssen wir gucken. Wenn wir ganz weit weg sind, dann kriegen wir wohl auch einen 5. ran. Jetzt machen wir morgen erstmal hier die Flächen hier drüben. Sind auch fast alle fertig gekalkt. Ein Teil haben wir jetzt nicht mehr gekalkt. Da war der LKW zu langsam und der Kalkstreuer zu schnell. Also der Kalkstreuer hat super funktioniert. Der hat jetzt so schnell die ganzen Hektar runtergerissen und die ganzen Tonnen. Und er war so nett, der Fahrer. Und das hat gut geklappt. Und die Organisation hat gut geklappt, muss man echt sagen. Ich muss mal den Lohner fragen, ob ich seine Nummer nennen darf und auch ihn nennen darf. Aber das hat wirklich super funktioniert, muss ich echt sagen. Also das war, als wenn man das selber gemacht hätte. Ne? Das war wirklich eine gute Qualität. Ich glaube, das haben wir und dann gucken wir morgen weiter. Dann gucken wir in der nächsten Folge weiter. Wir gucken morgen noch weiter. Wir gucken morgen noch mal kurz rein und dann sehen wir uns morgen. Bis dann. So, wunderschönen guten Morgen. Kurz nach 7, wir legen los. Heute 2 Zubringer. Morgen wieder 3. Personal. Ich habe mir... Mensch. Die GoPro und
die Akkus. Das ist eine richtige Qual mit den 9 und 10er. So, Drehmaschine Udre, Querneland. Habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen. Ist ein solides Gerät. Ein paar Punkte so, was ich auch schon im Video angesprochen habe, ist, wenn man fährt, dass die Zinken vorne ziemlich zum Schluss hochgehen. Das sind so Schönheitsprobleme. Finde ich jetzt nicht dramatisch. Kommt drauf an, wenn der Boden ein bisschen härter ist, sind die Spuren auch vielleicht ein bisschen tiefer. Ich hätte vielleicht gerne die Zinken. Also ich hätte gerne die Zinken für die Spur lockerer und ich hätte gerne auch das Diss-System, also das Scheibensystem, einfach auf Isobus-Taste, dass wenn ich über ein Stück Land rüberfahre, wo schon gedrillt ist, dass ich beide ausheben kann. Das wäre eine super Sache. Würde ich begrüßen. Da hättet natürlich dann wieder, hättet wieder Vorteile, alles auf dem Dings zu legen, auf eine Steuereinheit. Die kannst du mal hoch und runter machen, außerhalb der Isobus-Funktion. Aber nun ja, also das würde ich eigentlich begrüßen. So, das, glaube ich, würde die Maschine dann schon, und man muss das sagen, dann würde die Maschine auch echt gut sein. Also sie ist gut, keine Frage. Also es ist wirklich ein solides Ding, bin begeistert eigentlich ziemlich direkt davon, auch wie leichtzügig das ist. Verbrauch 5 Liter auf dem Hektar. Das ist nichts, Leute, so viel fahre ich mit der EDX auch und mit der Tempo letztes Jahr waren es 7 Liter und eine Primera, die hat da auch ihre 7 Liter genommen. Da könnt ihr mal sehen, wie leichtzügig das ist, wo das einzuordnen ist. Also da könnt ihr auch mit 200 PS da vor so einem 6 Meter Ding hängen und das geht ohne Probleme. Und dann haben die Jungs mir gestern noch den Preis genannt. Ihr wisst, ich nenne Preise von so einer neuen Maschine nicht so direkt, weil dann ist das Video nur alt, ein Jahr alt, dann stimmt das alles wieder nicht. Aber aus aktueller Sicht ist der Preis super interessant. Also, das lasst euch mal anbieten. Also das ist ja, ich hab zweimal hingehört, weil ich gedacht habe, Alter, echt, der ist wirklich sehr attraktiv. So, die Jungs, das Einzige, was ihr mir auf Insta geschrieben habt, war das mit den Rahmenteilen. Das ist das gute Stück, da der Rahmen gebrochen hat. Ansonsten ein schönes Ding, habt ihr alle geschrieben. Und gut, da haben sie ja gesagt, das wissen sie, das haben sie abgearbeitet. Und im Prinzip die Udrill 6001, so wie sie hier steht, ist ja komplett neue Generation mit neuen Rahmen. Tja, wir haben ja noch mal ein paar Hektar. Wir machen ja noch mal 4 Kulturen damit, Ende April. Und dann, glaube ich, können wir auch ein Endfazit aufnehmen. Aber ansonsten, Zwischenfazit ist erstmal sehr positiv. Ist eine schöne Maschine. Ja, was haben wir noch? So, heute ist Triptil. Geht los, Leute. Geht los. Also heute noch zu zweit, mit 2 Zubringern. Ich hatte mir Küki heute eigentlich schon zu heute bestellt, aber die Chefin war krank und hat das ein bisschen vergessen. Ich habe gestern Abend nicht nochmal nach angerufen, weil das klappt immer mit dem Betrieb, muss man echt sagen. Also der Chefin kann man sich immer verlassen. Wenn die was sagt, dann ist das so. Hat diesmal leider nicht geklappt. Ist egal. Wir sind ganz dicht bei. Wir fahren auf die Stücken, wo letztes Jahr Sonnenblumen waren. Da geht's hin. Angenehm natürlich, dass man jetzt ohne die Zwillinge fährt. Man muss sagen, es ist schon geil, ohne Zwillinge zu fahren. Also auf der Straße und so. Man ist viel kleiner, wendiger. Selbst mit so einem Riesenbüffel hier. Aber naja, interessant ist halt auch, wie der das nun zieht. Ich will dies ja ein Mühe flacher eigentlich stellen. Müssen wir gucken, wie das alles hinhaut mit der Einstellung. Ihr habt die das Vollmer habe ich jetzt ein bisschen weiter unten im Griff, so wie wir es schon im Raps gefahren haben, weil wir dann einfach vernünftig das Gerät ausheben können. Letztes Jahr war es ja so, wenn das Gerät ausgehoben war, die Zinken haben sich so ein bisschen geschliffen teilweise, da musste ich hier an der Deichselfederung ein bisschen rumstellen, dass sie sich dann ausgehoben haben. Und ja, man muss auch sagen, dass jetzt mit der Liftachse passt viel besser, seitdem das Ding im Urlaub war, will ich jetzt fast sagen, aber seitdem das Ding in der Werkstatt war. Aber ein Ausschwenkradius habe ich ja noch mit dem Teil, das ist ja der Wahnsinn, ne? Also wenn man rechts abbiegt, links abbiegt, muss man auch auf links auf die Spur fahren. Ansonsten fährt das voll meinen Graben. Das ist der Wahnsinn. Also das muss man sagen, ich habe echt Respekt vor dem Ding. Ich fahre auch nicht schneller mit 30 auf der Straße als mit dem Gespann hier. Ist schon sehr, sehr wuchtig. Naja, wir kommen erstmal an, Spaten haben wir mit. Wir ziehen das erstmal einmal ohne Gülle durch. Dann gucken wir uns dann an, wie ist die Ablagetiefe, einfach nochmal nachgucken, ob das alles richtig eingestellt ist. Dann fahren wir einmal mit Gülle durch und dann sollte das heute losgehen. Wir fahren mit Nitrifikationshämmer. Detlef hat uns eine Einspielschleuse gebaut. Einfach am Schlauch ran, also so ein Zwischenstück aus Metall mit einem Trichter.
Und da kippen wir kippen pro Fass einen halben Liter rein. Wir fahren jetzt 40 Kubik auf dem Hektar, macht dann 1 Liter auf dem Hektar. Gehen aber mit der Zeit noch ein bisschen mit der Aufwandmenge runter. Und ja, man kippt das da rein und wenn man pumpt mit dem Zubringer, dann macht man so einen kleinen Hahn auf und dann wird es sozusagen mit in den Strom mit reingeleitet. Ne? Ja, der gute Daddy hat er uns gebaut im Winter. Wenn wir mal einen Moment haben, zeige ich euch das Ganze auch. Genau, Nitrifikationshemmer, gehen wir auch nochmal drauf ein. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das gucken wir uns auch nochmal an. Jetzt kommen wir erstmal an, stellen das Ding ein und dann, glaube ich, ist auch die Folge zu Ende. Der Raps übrigens jetzt mal ein bisschen geregnet und jetzt sieht er gut aus. Ne? Ist natürlich noch klar, einige haben von euch schon geschrieben und Bilder geschickt, da war der schon 1,50 Meter hoch. Bei uns ist natürlich super klein, weil es ja kalt war und gefroren hat. Ein bisschen gucken hier, ob auch nicht der Verkehr. Weißt du, die sind ja auch so, biegst du rechts ab, wollen sie alle trotzdem nochmal überholen. So, Kalk ist auch überall gestreut. Jetzt hat es heute nach 10 mm geregnet. Aber auf unseren Böden stört uns das eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Das ist hier reiner Sand. Also das fällt jetzt auch auf, sodass wir fahren können. Morgen soll es 20 mm regnen. Da müssen wir vielleicht schon mal einen Tag pausieren. So. So. Da haben wir alles drin. Hier muss ich noch den Abstand einstellen. Ich habe das ja mit der Überlappung ein bisschen umgestellt gehabt. Hier, da müssen wir noch 0 eingeben. 6 Meter, genau. Damit das mit dem Bahn auch passt. Jo. Und dann können wir mal ausklappen und loslegen. So, meine Lieben. Jetzt ist schon Donnerstag. Gestern haben wir Runde gestrippt. Ha! War gut. Lief eigentlich. Wir haben erst 2 Stunden das Gerät eingestellt. Ich muss mal kurz telefonieren. So, da sind wir wieder. Also, wir sind gestern losgefahren. Erstes Fass geht los. 7,5 km schafft der Kollege. Ha! Hab ich gedacht. Naja. Da müssen wir noch eine Menge dran rumstellen. Und inzwischen fahren wir wieder ewig easy. Also so wie letztes Jahr auch. Wenn das Gerät nicht richtig eingestellt ist, nicht richtig durch den Boden läuft, zieht sich das unfassbar schwer. Jetzt fahren wir ganz entspannt und wir haben heute noch mal ein bisschen was geändert und haben damit unfassbare 5 Liter auf dem Hektar gespart. Wir haben gestern gestellt und sind bei 15 Liter auf dem Hektar. Ja, vielleicht nicht ganz 5 Liter auf dem Hektar. Da sind wir jetzt bei 13, aber gut, da kommt die Warte- und die Pumpzeit dazu, aber da oben seht ihr den momentanen Verbrauch. Und ich habe jetzt ein bisschen warten müssen, wir sind weit weg, wir sind heute 3 Zubringer, haben ab morgen 4 hier hinten auf das Stück. Zieht sich deutlich entspannter jetzt. Und was wir da gemacht haben und wie das Trip hier jetzt läuft und was wir umgestellt haben und wie der Fendt davor läuft, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Oh Mann, das ist wieder so ein Cliffhanger. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.